Willkommen auf unserem diesjährigen Prüffeld für Zwischenfrüchte. Wir stehen hier in der ganzen Welt der Zwischenfrüchte und hier können wir uns orientieren, welche Sorte für den Boden bestens geeignet ist und wie sie mit anderen harmoniert und kombiniert werden kann. Wir können hier sehen, wir stehen in einem Feld hier mit verschiedenen Leguminosen. Hier drüben sehen wir die Kreuzblütler schon blühen, die am gleichen Tag gesät worden sind, aber in der Entwicklung schon so weit sind, dass sie jetzt in die Blüte gelangt sind. Und wenn man nachher auf die andere Seite rüber guckt, dann sieht man die Blühmischung, die speziell für die Insekten und Wildtiere geprüft werden. Wir sind hier in einem Feld, das in einer Sommeraussaat gesät worden ist. Und hier werden die verschiedenen Eigenschaften der Zwischenfrüchte überprüft. Außer ihren Wachstumsbedingungen und ihrem Wachstumsrhythmus ist für Zwischenfrüchte ganz wichtig, wie verhalten sie sich bei der Unkrautunterdrückung. Und wenn man jetzt hier guckt in den Bestand, dann sieht man, dass da sehr viele der Unkräuter, die wir hier auf dem Weg ohne Bewuchs sehen können, von der Zwischenfrucht unterdrückt worden sind und damit dem Landwirt die Möglichkeit geben, dass eben der Beikrautbewuchs reguliert wird. Wir sehen hier gerade bei diesen beiden Varianten, hier ist eine, die früher blüht, hier ist eine, die später in der Entwicklung ist. Was wir aber auch testen, ist, was die Zwischenfrüchte innerhalb des Bodens machen. Und hier bei der Lupine kann man das sehr schön sehen. In den Wurzeln, wenn wir da die Erde wegschütteln, dann sieht man, dass da Knöllchenbakterien am Werk sind. Das heißt, zusätzlich zu dem, dass sie oberirdisch organische Masse gebildet haben, durchwurzeln sie den Boden, sammeln Luftstickstoff und versorgen damit den Boden oder die Umgebung noch mit zusätzlichem Stickstoff. Was wir hier nicht testen können und was bei Best for Soil eben auch mit eine Sache ist, ist die Krankheitsreduzierung. Jeder dieser Kulturarten verhält sich anders gegenüber Bodenschädlingen. Und da die Kombination zu machen, dass es genau nach dem Ziel ist, was ich als Landwirt erreichen will, das ist eine Aufgabe von Best for Soil. Und deshalb ist das gesammelte Wissen aller Wissenschaftler in Europa zusammengetragen worden, damit dieses Wissen für den Landwirt zur Verfügung steht.